So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video versuchen wir mal was mit dem Subkit zu reißen, denn wir spielen heute einfach mal ein bisschen Sub Skywars. Ihr seht, ich bin wieder mit Facecam am Start. Gestern hatte ich ja ein Video ohne Facecam. Hat mir auch sehr gut gefallen, war ich sehr zufrieden damit. Aber heute dachte ich mir einfach wieder, ich habe wieder Lust auf Facecam. Ich will mich da auf jeden Fall ein bisschen abwechseln, dass jetzt nicht immer nur Facecam kommt oder gar keine Facecam. Das will ich jetzt auch nicht. Ihr habt ja ein bisschen drüber abgestimmt. Es kamen viele verschiedene Ergebnisse dabei raus. Viele, sehr, sehr viele haben für Facecam gestimmt. Und es gab auch einige, die gegen Facecam gestimmt hatten. Aber deshalb will ich trotzdem nicht eins von beidem machen. Will mich da auf jeden Fall ein bisschen abwechseln, ein bisschen Abwechslung in meine Videos reinbringen. Immer mal wieder ein bisschen Facecam und dann halt immer mal wieder keine Facecam mehr. Einfach so Videos, wie man es halt will. Und der ist auf jeden Fall ein Stein, habe ich bemerkt. Oh Gott, Mann. Der dachte, er ist ein Stein, Mann. Oh Gott. So, passen wir mal auf. Der Typ hier kommt schon. Ich glaube, hinter mir kommt auch gerade einer. Ja, da kommt auch schon einer. Den sollten wir aber bekommen. Wir sind Subkit, Leute. Wir sind Subkit. Den haben wir auf jeden Fall den ersten. Oh Gott, nein. Oh, nö, oder? So, suchen wir hier mal durch. So, oh Gott, sieht das gerade gut aus. Sub. Gott, nein. Oh. Oh, aber ich habe so gesucht, dass er nicht mal mein Kinnwerb bekommen hat. Sieht man hier unten gerade. Oh mein Gott, wie gut, wie gut. So, ich bin auf jeden Fall ein bisschen auf eure Kommentare eingegangen, was so die Facecam angeht. Ihr meintet, mein Headset verdeckt ein bisschen zu sehr das ganze komplette Bild. Deshalb dachte ich mir einfach, ich benutze meine In-Ears, die ich sowieso immer in der Schule dabei habe. Das ist ja gar kein Problem. Dann benutze ich die einfach mal, schauen, ob ich da noch ein bisschen eine bessere Lösung für finde. Aber im Moment ist das eine gute Übergangslösung mit den In-Ears. Finde ich auch nicht gerade so schlimm. Sieht eigentlich auch ganz nett aus und kann man auf jeden Fall mal machen. Ich hoffe mal, ihr seht auch an der Facecam, am Rahmen und so weiter ein bisschen eine Veränderung. Beziehungsweise hoffentlich habe ich mal einen Rahmen gefunden, wer irgendwie so passen könnte. Weil ich habe irgendwie bisher, wie man sieht, noch nicht wirklich einen Facecam-Rahmen gehabt. Das liegt einfach daran, weil ich da noch nichts Passendes hatte. Wenn ihr mir da weiterhelfen wollt, könnt ihr das gerne tun, wenn ihr da ein bisschen designerisch, keine Ahnung, wie man das jetzt sagen soll, wenn ihr da ein bisschen begabt drin seid, könnt ihr mir gerne auch versuchen, einen Facecam-Rahmen zu machen, den ich dann auch in meinen Videos verwenden könnte. Müssen wir einfach mal schauen, wer mir das machen könnte oder ob ich mal selbst einen finde oder mir selbst einen mache. Wenn ihr da mir was machen wollt, dann könnt ihr mich einfach per Skype oder per Twitter anschreiben. Das ist eigentlich gar kein Problem. Außer ich habe jetzt wirklich jetzt schon was gefunden, mir jetzt schon so gefällt, dass ich auch benutzen könnte. Und wo ihr auch sagt, hey, der ist einfach runtergefallen, what the fuck? Wo ihr auch sagt, das sieht echt gut aus. Müssen wir einfach mal schauen, was für eine Lösung wir da für die Facecam finden. So, da drüben ist schon der nächste Gegner, den versuchen wir direkt mal zu bekommen. Der kommt auf unsere Insel. So, den erwarten wir mal. So, wir suben auf jeden Fall ein bisschen. Subkit ist OP, Leute. Subkit ist OP. Komm, flieg doch runter, flieg doch runter. Nice, den haben wir. Den haben wir. Sehr, sehr schön. Dann holen wir uns dem sein Equip. Perfekt. Ein Dia-Helm. Dann haben wir schon fast Full Dia. Equipen wir nochmal. Knockback-Stick. Nehmen wir einfach mal mit. Und dann sind wir schon Full Dia. Perfekt. Der hat uns gerade Full Dia beschert. Habe ich gar nicht mal so richtig realisiert, aber Dankeschön auf jeden Fall dafür. Dann machen wir uns einfach mal auf den Weg in die Mitte und versuchen da einfach den nächsten Gegner zu bekommen. Und noch was, Leute. Gomme hat neue Skywars Maps vorgestellt. Wenn ihr wollt, dass ich mal die Skywars Maps teste, durchspiele und euch vorstelle, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. So, da kommt schon der nächste, muss ich aufpassen. Habe ich gar nicht gesehen, dass der sich hier rüber baut. Gott, come on, come on. Ich habe halt einen Knockback-Stick. Vielleicht bekomme ich den hier irgendwie mit Knockback runter. Der will das bestimmt auch irgendwie versuchen, mich runter zu knockbacken. Aber nichts da, Mate, nichts da. So, da haben wir ein bisschen verarscht, beziehungsweise. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 come on, come on, come on, stirb, stirb, stirb. Wir haben Subkit, Sub ist OP, Mann. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, wir haben ihn. So, schnell löschen. Oh Gott, hatte der ein OP-Schwert. So, erstmal ein bisschen ausmisten. Die Hose brauchen wir nicht. Das Fire-Aspect nehmen wir mit, den Scheiß auf das da. Dann nehmen wir das einfach mal alles mit, was wir so hier von dem bekommen haben. Nicht so krasses Zeug. Der hatte noch ein bisschen bessere Schuhe, aber sonst hatte der auch nichts Wirkliches, was wir noch mitnehmen könnten. So, dann lebt auch nur noch ein einziger Gegner. Den sollten wir eigentlich noch bekommen. Der chillt, soviel ich weiß, in der Mitte. Ich hoffe mal, dass der noch in der Mitte chillt. Schauen wir einfach mal, dass wir den auch noch bekommen.
sollte eigentlich möglich sein mit dem Equip, was wir gerade noch haben. Noch mit dem Subkip dazu. Ist auf jeden Fall mega, mega stark, was wir hier alles an Equip haben. Sollten wir gewinnen, denke ich mal. Außer er kickt uns runter, das wäre nicht so geil. Ich hoffe einfach mal, dass ich es gewinne. Sonst werde ich auf jeden Fall nochmal eine Runde ranhängen. Weil ich will ja trotzdem, dass ihr hier mal ein bisschen Erfolgserlebnis von mir seht, Leute. Nicht immer, wie ich verliere. Ich bin ja gar kein schlechter Spieler eigentlich. Aber wenn es immer so aussieht, wie wenn ich verliere, wenn ich halt immer verliere, dann sieht es ja aus, wie wenn ich ein scheiß Spieler wäre. Und ich habe gerade einfach mein Dings rausgehotkeyt. Mein Schwert, mein Mailsword. Jetzt kämpfe ich einfach mal das Schwert auf dem falschen Hotkey. Und ich hab's trotzdem bekommen. Nice. GG auf jeden Fall. Schreiben wir dem auf jeden Fall GG. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da, was ihr so in Zukunft noch sehen wollt, wie es mit der Facecam aussieht, ob ihr da ein bisschen Talent habt und mir einen Facecam-Rahmen eventuell machen könntet oder für den Fall, dass ich jetzt schon was gefunden habe, braucht ihr das nicht wirklich machen. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr mehr Subscribers an sich auch sehen wollt, schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und bis dann. Ciao! Ooh.